Das Wasser kann den Käfig unmöglich füllen, weil es einfach herausläuft. Alles, was du tun musst, ist 10 Minuten zu warten, bis sich die Tür öffnet und du kannst gefahrlos entkommen. Du gehst nach rechts und läufst direkt in einen großen Wachmann. Dein Herz setzt kurz aus und du bist vor Angst gelähmt. Zu deiner Überraschung sieht die Wache zu dir herunter und fragt: Willst du durch? Du kannst nur sprachlos nicken. Okay, weißt du, niemand hier hat Lust auf Rätsel mit mir. Wenn du eines meiner Rätsel löst, lasse ich dich gehen und verrate niemanden, dass ich dich gesehen habe. Abgemacht? Du nickst nochmal und hier kommt dein Rätsel. Mit welcher Erfindung kannst du durch Wände hindurch sehen? Natürlich mit einem Fenster. Der Wachmann lächelt und warnt: Pass auf die Vampire auf. Dann tritt er zur Seite und lässt dich gehen. Wow, das war knapp. Und Vampire? Das macht dir eine Gänsehaut, aber du musst weiter und raus hier. Und wieder kommst du zu einer Tür mit Codeschloss. Kannst du den Code knacken? Es gibt wieder einen Hinweis. Du solltest diese Buchstabenfolge fortsetzen. EZDVFSSANZ. Das sind die Anfangsbuchstaben der Zahlwörter. E für 1, Z für 2, D für 3, dann 4, 5 und so weiter. Der letzte Buchstabe steht für die 10, also sind die nächsten 4 E, Z, D, V. 11, 12, 13, 14. Yep, korrekt. Die Tür springt auf. Los! Du kommst in einen riesigen, dunklen Raum. Das einzige Licht kommt von den Kerzen, mit denen der Raum gefüllt ist. Das Problem ist, es gibt wieder 4 mögliche Auswege und du keine Ahnung hast, welcher der richtige ist. Plötzlich geht jede der Türen auf und 4 Personen betreten den Raum. Es sind 2 Männer, eine Frau und eine Teenagerin. Jeder und jede sagt, dass sie genau wie du hier gefangen ist und die anderen 3 Vampire sind. Wem glaubst du? Du solltest dem zweiten Mann glauben. Er ist der Einzige, der im Kerzenlicht einen Schatten wirft. Die anderen 3 tun das nicht, also müssen sie Vampire sein. Du rennst also auf den Mann zu und schließt die Tür hinter euch. Das wird die anderen 3 erstmal aufhalten, aber da sie jetzt hinter dir her sind, beeilst du dich besser. Im Laufen erklärt der Mann dir, dass er seit mindestens 3 Tagen hier ist. Er konnte das nächste Hindernis nicht lösen, deshalb hat er es noch nicht rausgeschafft. Man hat nur einen Versuch und scheitert man, blockiert der Ausgang für 24 Stunden. Endlich erreicht ihr eine neue Tür, die von einem Roboter bewacht wird. Um euch hindurchzulassen, müsst ihr ihm das Passwort nennen. Das Knifflige ist, dass das Passwort schwer zu erraten ist. Der Mann sagt, als er sich in dem Raum versteckt hat, hat er die Vampire 2-mal hindurchgehen sehen. Das erste Mal hat der Roboter 12 gesagt und der Vampir hat 5 geantwortet. Das andere Mal hat der Roboter 6 gesagt und der Vampir wieder 5. Als der Mann es selbst probiert hat, hat der Roboter 8 gesagt. Der Mann hat auch 5 geantwortet, doch der Roboter hat ihn nicht durchgelassen und die Tür versperrt. Es war die falsche Antwort. Du nickst und gehst auf den Roboter zu. Der sagt 4. Wie lautet deine Antwort? Die Antwort ist 4. Die Lösung ist nicht die halbierte Zahl, sondern die Zahl der Buchstaben in dem Wort. Deine Antwort ist korrekt? Der Roboter öffnet die Tür und lässt euch ziehen. Schon wieder ein dunkler Raum. Doch als ihr eintretet, seid ihr von 8 hungrigen Hunden umzingelt. In der Mitte steht ein Hackbraten auf einem so hohen Tisch, dass die Hunde nicht herankommen. Um sie zu beruhigen und euch mit ihnen anzufreunden, bevor ihr selbst zum Abendessen werdet, müsst ihr sie mit dem Braten füttern. Doch hier ist der Haken. Das Messer ist verflucht und kann nur 3-mal schneiden. Nach 3 Schnitten verschwindet es. Eure Aufgabe ist es, den Braten mit diesen 3 €50, womit sie teurer ist als die Orange. Die besorgte Ehefrau. Janosch hatte einen Verkehrsunfall und hat sein Gedächtnis verloren.
Als er im Krankenhaus zu sich kommt, sieht er drei junge Frauen an seinem Bett. Doch der Mann erinnert sich nicht, wer sie sind. Jede von ihnen behauptet, seine Frau zu sein. Die Ärztin erklärt ihnen, dass Janosch noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben muss. Schatz, was soll ich nur tun, wenn du dich gar nicht mehr an mich erinnerst? Schluchzt die Frau links bitter. Liebling, ich mache mir solche Sorgen. Lass uns nach Hause gehen. Das gefällt mir hier nicht. Ich kann mich besser um dich kümmern, ruft die in der Mitte. Die Frau rechts tobt vor Wut. Sie versuchen, dich mir wegzunehmen. Lass uns sofort hier verschwinden. Welche Dame ist die Frau des Mannes? Es ist die Links. Sie ist die Einzige, die Angst hat. Die anderen beiden wollen Janosch aus dem Krankenhaus wegholen, doch er ist verletzt und braucht ärztliche Hilfe. Das Erbe. Tims Onkel Archibald war ein reicher Mann, der seinen Verwandten liebend gern Streiche gespielt hat. Deshalb findet nach seinem Tod niemand sein Testament. Doch eines Tages, ein paar Jahre später, geht Tim ein paar alte Papiere durch. Plötzlich bleibt ihm das Herz stehen. Er hält den letzten Willen seines Onkels in der Hand. Da steht: Ich habe all mein Geld und andere Wertsachen um genau 15 Uhr unter meinem Lieblingskirschbaum versteckt. Genau dort, wo sein Schatten aufhört. Wer alles ausbuddelt, ist mein Alleinerbe. Tim ist überglücklich. Bald wird er reich sein. Er fährt zu der schicken Villa seines Onkels und findet den Kirschbaum. Er wartet bis 15 Uhr und beginnt zu graben. Doch so sehr er es auch versucht, seine Mühe ist umsonst. Verwirrt und verärgert fährt er nach Hause. Wieso hat er nichts gefunden? Es sind Jahre vergangen, seit Tims Onkel seine Wertsachen vergraben hat. Der Baum ist gewachsen und sein Schatten genauso. Wer ist arm? Diese zwei Frauen tragen ihr Make-up auf und machen sich fürs Ausgehen und einen tollen Abend fertig. Sie benutzen so ziemlich die gleichen Dinge. Lippenstift, Kosmetik, Kleider. Ihre Handys sehen auch gleich aus. Doch eine der Frauen hat weniger Geld. Wer ist es? Sieh dir die Frau links mal genauer an. Ihr Handy verrät es. Es ist eine offensichtliche Nachahmung. Aber hey, immerhin hat sie damit Geld gespart. Lange ist sie nicht mehr arm. Wer ist es? Mark und Lisa sind seit 2 Jahren zusammen. Eines Tages kommt er zu seiner Freundin nach Hause, um ihr einen Antrag zu machen. Doch als er dort ankommt, findet er Lisa mit einem anderen Mann vor. Mark tobt vor Wut. Der andere Kerl bekommt Angst und flüchtet aus dem Haus. Lisa erklärt laut, dass es ihr Bruder ist, doch Mark kennt die Wahrheit. Leider hat er das Gesicht des Mannes nicht genau gesehen. Als er nach draußen läuft, findet er drei Männer vor. Welcher ist Lisas Liebhaber? Es ist der Typ links. Es ist eiskalt draußen und die anderen beiden haben rote Wangen und Nasen. Doch das Gesicht des Dritten ist blass, weil er gerade erst aus dem Warm gekommen ist. Eine schräge Entscheidung. Jeden Tag fährt Markus mit dem Rad zum Bahnhof, um zur Uni zu kommen. Es gibt 2 Stationen nahe seines Zuhauses. Eine ist 2 Kilometer weit weg und die andere 3 Kilometer in die andere Richtung. Morgens steigt er immer an der 1. Station in den Zug und nachmittags steigt er an der 2. aus. Wieso? Sein Zuhause und beide Bahnhöfe liegen an einem Hügel. Und auf diese Weise kann er mühelos mit dem Fahrrad bergab fahren. Das Geldproblem. Ein fieser Verbrecher entführt den reichen Geschäftsmann Brian und sperrt ihn ein. Ich lass dich erst gehen, wenn du das Geld, was ich dir hier lasse, verdoppelt hast. Dann legt er 5000 Euro auf den Tisch. Als er zurückkommt, hat Brian das Geld bereits verdoppelt. Dafür hat er weder den Raum verlassen, noch mit irgendjemandem kommuniziert. Wie hat er das geschafft?
Er hat das Geld vor den Spiegel gelegt. Eine Erkenntnis. Drei Freunde schlafen unter einem Baum auf dem Land ein. Während sie sich ausruhen, malt ein Junge ihnen Schnurrbärte an. Als die Männer aufwachen, beginnen sie zu lachen. Doch dann hören sie alle ganz plötzlich auf. Wieso? Zuerst hat jeder von ihnen die Schnurrbärte auf den Gesichtern seiner Freunde gesehen und es lustig gefunden. Doch als die jeweils anderen beiden auch gelacht haben, wurde ihnen klar, dass sie auch ein Schnurrbart haben. Der reiche Großvater hat jemand gegessen. Eine Schokoladenstulle. Sie erlaubt ihren Kindern nicht, dieses Zeug zu essen. Also geht sie hoch und ruft ihre Kinder zusammen. Kati, Sina und Hanna machen gerade ihre Hausaufgaben. Alle leugnen, ein Schokoladenbrot gegessen zu haben. Aber Mama weiß längst, wer es war. Wer lügt und woher weiß Jessica das? In der Küche liegt das Messer rechts neben dem Schokoladenglas. Die Person, die die Stulle geschmiert hat, ist also Linkshänder. Sie hat nur ein linkshändiges Kind, Hanna. Du verläufst dich im Wald und irrst den ganzen Tag umher. Als es Abend wird, entdeckst du schließlich ein kleines, unheimliches Häuschen, das wie ein Hexenhaus aussieht. Du hast keine Wahl, also gehst du hinein und bittest sie, dir den Weg aus diesem vermaledeiten Wald zu zeigen. Die Hexe ist einverstanden. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst ein Spiel spielen. Gibst du die richtige Antwort, lässt sie dich gehen. Machst du einen Fehler, musst du für immer bei ihr bleiben. Das ist die Frage. Du hast etwas, das dir gehört. Du nutzt es kaum, doch andere nutzen es sehr oft. Was ist es? Dein Name. Du bist im Urlaub und genießt die wärmenden Sonnenstrahlen. Eines Tages triffst du am Strand eine wundervolle Frau und verbringst den Tag mit ihr. Am Abend fragst du sie, ob ihr euch morgen wieder treffen könnt. Sie lächelt und stimmt zu, falls du errätst, woher sie stammt. Aber sie mag dich wirklich sehr und gibt dir einen Tipp. Das Land, aus dem ich komme, ist zwei von Armenien, zwei von Georgien, ein von Norwegen, ein von Türkei, zwei von Indien, ein von Island und zwei von England. Weißt du, woher sie stammt? Zwei von Armenien bedeutet, du musst die ersten beiden Buchstaben des Wortes Armenien nehmen, AR. Für den Rest gilt dasselbe. Zwei von Georgien ist GE, ein von Norwegen ist N, ein von Türkei ist T, IN von Indien, I von Island und EN von England. Zusammen ergibt das Argentinien. Das war kompliziert. Hoffentlich ist sie es wert. Du bist in einem anderen Wald unterwegs und stolperst über ein Picknick. Die Teilnehmer sind alle Hexen. Du willst dich verstecken, aber sie haben dich entdeckt. Oh, was wollen sie? Aber sie sind ganz nett und brauchen nur deine Hilfe. Sie sind 8 Personen und eine von ihnen feiert ihren 999. Geburtstag. Sie haben eine Torte, aber es gibt ein Problem. Nein, nicht zu viele Kerzen auf dem kleinen Kuchen. Ihr magisches Messer kann nur 3 Schnitte durchführen und sie wissen nicht, wie sie den Kuchen in 8 Stücke teilen sollen. Kannst du ihnen helfen? Du schneidest den Kuchen erst in 2 Hälften. Mit dem zweiten Schnitt teilst du ihn in 4 gleiche Teile. Nun schneidest du den Kuchen horizontal in der Mitte durch, dass 2 Schichten entstehen. Nun bekommt jeder ein Stück. Helena hat sich endlich eine neue Gitarre gegönnt. Sie wollte sofort spielen, musste aber zur Schule. Sie schloss ihr Zimmertür und ging. Als sie abends heimkam, war die Gitarre verschwunden. Ihre Familie ist recht albern und alle spielen einander Streiche. Sie befragt jeden nach ihrer Gitarre. Das sind die Antworten. Ihre Mutter sagt, sie hätte die Gitarre überhaupt nicht gesehen. Ihr Vater meint, er wäre an ihrem Zimmer zwar vorbeigegangen, hätte es aber nicht betreten, weil er zu viel zu tun hatte. Ihr Bruder antwortet, er wäre zu Hause gewesen, hätte den Tag aber unten verbracht. Helena löste das Rätsel sofort. Bist du auch so flink? Ihr Papa lügt. Er behauptet, die Gitarre gesehen zu haben, als er am Zimmer vorbeiging. Aber das wäre unmöglich, da Helena ihre Zimmertür morgens geschlossen hatte.
Frau Müller verließ das Haus und legte 100 Euro für ihren Sohn auf den Esstisch. Er behauptet aber, das Geld nie gesehen zu haben. Drei weitere Personen waren an diesem Morgen im Haus. Stefan, der Gärtner, Bert, der Koch und Marie, die Haushälterin. Stefan sagt, er hätte das Geld gesehen, aber da er ein ehrlicher Mensch sei, hätte er das nicht mitgenommen. Bert antwortet, er wäre den ganzen Vormittag in der Küche gewesen und hätte das Geld nicht einmal gesehen. Marie sagt, sie hätte das Fenster geöffnet und wollte nicht, dass der Schein wegfliegt. Also hat sie den in ein Buch zwischen den Seiten 35 und 36 gesteckt. Weißt du, wer lügt? Marie lügt. Sie kann das Geld nicht zwischen die Seiten 35 und 36 gesteckt haben. Es sind Vor- und Rückseite ein und desselben Platz. Kevin ist alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Eines Abends arbeitet er lange, als sein Nachbar anrief. Der Nachbar hatte eine seiner Töchter mit ihren Freunden in einem ganz anderen Wohngebiet gesehen. Es war dunkel, daher konnte der Nachbar nicht erkennen, welche Tochter es war. Als Kevin heimkam, befragte er seine Töchter, wer im Dunkeln noch draußen war. Lilly sagt, sie hätte den ganzen Abend gelesen. Maya behauptet, sie hätte Uno gespielt. Rosi gibt an, im Pool im Garten gewesen zu sein. Anna meint, sie hätte in ihrem Zimmer mit einer Freundin gequatscht. Kevin weiß sofort, wer etwas zu verbergen hat. Du auch? Es war Maya. Sie kann nicht mit sich selbst Uno gespielt haben. Sie hat etwas auf dem Kerbholz. Josef lief nachts durch einen Wald und kam an ein altes Schloss. Er war neugierig und ging hinein. Er lief einen langen Flur entlang und traf auf 3 Gestalten. Sie sagten, sie wären 2 Werwölfe und ein Vampir. Sie wollten Josef im Schloss gefangen halten, aber sie beschlossen, ihm eine Chance zur Flucht zu geben. Er sollte erraten, wer der Vampir war. Er durfte dafür jedem dieselbe Frage stellen, solange es nicht, bist du ein Vampir war. Josef fragte, welche Farben haben... Wenn es um Mitternacht regnet, kannst du davon ausgehen, dass es in 72 Stunden wieder sonnig sein wird? Nee, in 72 Stunden wird es wieder Nacht sein. In diesem Raum gibt es 2 Personen. Beide sitzen. Wenn eine von ihnen aufsteht, wird sie um keinen Preis den Platz der anderen Person einnehmen können. Wie ist das möglich? Die zweite Person sitzt auf dem Schoß der ersten. Ein Vater tadelt seine Teenie-Tochter. Du warst wirklich spät dran, 3 Uhr in der Früh, und hast uns echt Sorgen gemacht. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. Seine Tochter antwortet, dass es nie wieder dazu kommen wird. Wie kann sie sich so sicher sein? Der Vater redete über die Geburt seiner Tochter. Ein Kunstexperte bezahlte viel Geld für ein Gemälde bei einer Auktion, von dem er wusste, dass es so gut wie nichts wert ist. Er war ein ehrlicher Mann und hat nie etwas Verbotenes getan. Warum hat er das Bild gekauft? Obwohl das Bild an sich nichts kostete, war es der Rahmen, der ein teures künstlerisches Meisterwerk war. Ein Streetfood-Verkäufer hat ein Schild aufgehängt, auf dem steht: ein Hotdog 1,50 Euro, 3 Hotdogs 5 Euro. Er weiß, dass es teurer ist, sich 3 Hotdogs zu kaufen, ändert aber trotzdem nichts am Schild. Warum nichts? Die Kunden nehmen vom Schild Notiz und kaufen sich erst einen Hotdog, dann einen zweiten und dann einen dritten, was insgesamt nur 4,50 Euro macht. Trotzdem ist jeder glücklich. Die Kunden denken, sie hätten ein Schnäppchen gemacht und der Verkäufer verdient dasselbe, zieht aber mehr Kunden an. Während eines Feuers wurde die Bank ausgeraubt. Der Sicherheitschef erzählte der Polizei, dass er eine Tasche voller Geld retten wollte, doch seine Schnürsenkel vor der Brandtür aufgingen. In diesem Moment habe er sich gebückt und die Brandtür sei aufgegangen und er habe sich den Kopf an ihr gestoßen. Als er wieder zu sich kam, sei das Geld verschwunden gewesen. Warum wurde der Sicherheitsmann verhaftet?
Alle Brandtüren öffnen sich nach außen. Ein Wasserfass steht im Garten. Du schaust rein und sagst, es sei mehr als halb voll. Doch dein Freund argumentiert, es sei weniger als halb voll. Wie kriegt ihr nun raus, wer recht hat, ohne irgendwelche Hilfsmittel zu verwenden oder Wasser aus dem Fass zu entnehmen? Kippe das Fass, damit das Wasser den Rand berührt. Wenn du seinen Boden sehen kannst, ist das Fass weniger als halb voll. Wenn am Boden noch Wasser zu sehen ist, ist es mehr als halb voll. Sam und sein Bruder John haben sich immer in den Haaren. Ihre Mutter hat es nicht mehr länger ausgehalten und kam auf eine schlaue Idee. Sie stellte den beiden das Rätsel, sich auf dasselbe Stück Papier zu stellen, ohne sich zu berühren. Und es hat funktioniert. Die Jungs zanken nicht mehr. Wie hat sie das gemacht? Die Mutter hat ein Stück Papier unter eine verschlossene Tür geschoben. Sam musste sich auf die eine und John auf die andere Seite der Tür stellen. Eine Brücke ist 1 Kilometer lang. Sie hält nur 2,5 Tonnen aus. Allerdings ist das genau das Gewicht des Trucks, der über die Brücke fahren muss. Als der LKW auf halbem Weg ist, hält er an. Plötzlich setzt sich ein Vogel auf den Truck. Wird die Brücke einstürzen? Nee, bis zur Mitte der Brücke hat der Truck schon etwas Sprit verbraucht und wiegt deshalb schon weniger als 2,5 Tonnen. Eine junge Frau sitzt an ihrem Fenster. Zuerst scheint sie nachdenklich, doch plötzlich wirft sie etwas aus dem Fenster. Ein paar Sekunden später fällt sie bewusstlos zu Boden. Sie ist rundum gesund und noch nie in Ohnmacht gefallen. Es war auch niemand draußen, der sie mit etwas hätte treffen können. Was ist passiert? Sie wurde durch genau das Objekt ausgenockt, das sie zuvor aus dem Fenster geworfen hatte. Einen Boomerang, der zurückgeflogen kam und sie am Kopf traf. War auch eine ziemlich blöde Idee. Zwei Männer in einem Raum stehen sich gegenüber. Einer der beiden ist ein Hellseher und kann die Zukunft vorhersagen. Er prophezeit, dass dem anderen Mann in 10 Minuten auf den Hinterkopf geschlagen wird. Natürlich kann der Mann nicht aufhören, voller Furcht auf die Uhr an der Wand zu gucken. Und genau 10 Minuten nach der Vorhersage liegt der Mann bewusstlos am Boden. Wie konnte das passieren? Nach 10 Minuten drehte sich der Mann um, um zu sehen, ob jemand hinter ihm stehen würde. Genau dann schlug der Hellseher ihn auf den Hinterkopf. Ich glaube so langsam, dass der Typ gar kein Hellseher war. Du läufst am Rand des Waldes, als du plötzlich einen Mann in Badehose, Taucherbrille und Schnorchel aus dem Dickicht treten siehst, wie er völlig erschöpft zu Boden fällt. Du weißt, dass das nächste Gewässer meilenweit von hier entfernt ist. Wie konnte der Mann im Wald enden? 3 Freundinnen, Blair, Chloe und Nell, waren den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Sie fanden ein schönes, aber verwahrlostes Haus, in dem niemand wohnte. Sie gingen rein und machten einige Fotos. Am Abend schauten sie sich die Bilder an und bei einem schrien sie auf. Schau dir die Fotos an. Welches hat sie so erschrocken und warum? Es ist das erste Bild. Es war niemand im Haus. Außer den Mädchen. Aber auf diesem Bild sind sie alle 3 zusammen drauf, von hinten fotografiert. Michelle hatte eine Geburtstagsparty. Sie bemerkte, dass ihr Bruder in seinem Zimmer mit einem Mädchen Kuchen aß. Allerdings wusste sie nicht, wer es war. Sie war neugierig. Also schlich sie sich, nachdem alle gegangen waren, in sein Zimmer, um Hinweise zu finden. Es waren 3 Mädchen auf ihrer Party. Jasmine, Sydney und Nicole. Michelle wusste sofort, mit wem sich ihr Bruder traf. Weißt du es auch? Ihr Bruder war mit Jasmine zusammen. Schau dir das Geschirr und das Besteck an. Auf der Gabel ist Lippenstift. Jasmine ist die Einzige, die einen Lippenstift trug. Pamela ist Anwältin und Samantha ist Journalistin. Kannst du erraten, welche dieser Frauen auch Mutter ist?
Wirf einen Blick auf den Hintergrund. An der Wand hinter Samantha sind ein paar bunte Zeichnungen zu sehen. Sie muss also die Mutter sein. Janna machte sich gerade für ihr Date fertig. Plötzlich ging das Licht in ihrer Wohnung aus. Sie war fast fertig und brauchte nur noch ihre Handschuhe. Es war dunkel und sie konnte kein passendes Paar finden. Sie hatte Handschuhe in zwei Farben, braun und schwarz. Sie war spät dran, also beschloss sie zu gehen und mehrere Handschuhe mitzunehmen. Wie viele Handschuhe muss sie mitnehmen, um sicher zu sein, dass sie ein Paar in der gleichen Farbe dabei hat? Sie braucht nur drei. Auch wenn die ersten beiden eine andere Farbe haben, wird der dritte entweder schwarz oder braun sein, passend zum anderen. Ein Polizist verfolgte einen Räuber durch die Stadt. Plötzlich betrat der Räuber das Krankenhaus und verschwand. Als der Polizist das Gebäude betrat, waren dort drei Ärzte. Einer von ihnen muss der Räuber sein, der sich verkleidet hatte, um sich als Arzt auszugeben. Erkennst du wer? Es ist der Mann in der Mitte. Sieh dir sein Namensschild an. Darauf ist ein Bild von einer Frau. Er muss sich die erste Kleidung angezogen haben, die er in die Hände bekam. Es war der Weihnachtsmorgen und die ganze Familie war zu Hause. Als Bailey in ihr Zimmer zurückging, nachdem sie ihre Sendung im Fernsehen gesehen hatte, stellte sie fest, dass jemand die Geschenke, die sie vorher eingepackt hatte, gestohlen hatte. Sie befragte jeden im Haus. Ihre Mutter sagte, dass sie das Abendessen gemacht habe. Ihr Vater sagte, er habe den Rasen gemäht. Ihr Bruder sagte, er hätte in seinem Zimmer Videospiele gespielt. Wer hat die Geschenke gestohlen? Es war Baileys Vater. Es ist Winter und wir konnten sehen, dass es draußen schneit. Er konnte also gar nicht den Rasen gemäht haben. Im Kunstmuseum gingen die Lichter für ein paar Minuten aus. Als sie wieder angingen, war das teuerste Gemälde verschwunden. Ein Polizist kam an und begann mit den Ermittlungen. Es gab drei Verdächtige und er befragte jeden von ihnen. Jessica, eine Tanzlehrerin, sagte, dass sie so erschrocken war, als die Lichter ausgingen, dass sie sich nicht bewegen konnte und ganz sicher nichts angefasst habe. Derek, ein Journalist, sagte, dass er zu der Zeit auf Toilette war. Collins, ein Ingenieur, sagte, er sei in einem anderen Raum des Museums gewesen und habe sich das Dinosaurierfossil angesehen. Wer lügt? Collins, es ist ein Kunstmuseum. Da gibt es keine Dinosaurierausstellungen. Kannst du erkennen, wer kein echter Werwolf ist? Es ist der Typ, der wie ein Werwolf aussieht. Werwölfe verwandeln sich nur zur Zeit des Vollmonds und in der Nacht in Wölfe. Jetzt ist es Tag, deshalb trägt der Kerl nur ein Kostüm. Esme machte einen Spaziergang im Wald. Nach der Dämmerung versuchte sie, den Weg nach Hause zu finden, verirrte sich aber. Schließlich stieß sie auf das Haus einer Hexe und bat sie, sie nach Hause zu bringen. Die Hexe stimmte zu, ihr zu helfen, aber nur, wenn Esme ihr Rätsel löste. Wenn nicht, würde sie für immer bei der Hexe bleiben. Die Hexe nahm einen Apfel, band eine Schnur daran und hielt ihn fest. Sie bat Esme, die Schnur in zwei Hälften zu schneiden, aber der Apfel sollte nicht runterfallen. Esme durfte den Apfel weder berühren noch auffangen. Wie könnte sie das schaffen? Esme muss einfach ein Linkshänder war. Von den drei Verdächtigen ist es nur Cherry. Echt jetzt? Ben und Cherry? Ich denke, ich brauche jetzt ein Eis. Ein Mitglied der Südpol-Expedition fand sich in einer gefrorenen Höhle wieder. Er konnte sich nicht erinnern, was passiert war, aber er wusste, dass er da raus musste. Der Mann sah drei Türen und einen Zettel, auf dem stand, was sich hinter jeder Tür befand. Hinter der ersten war ein hungriger Eisbär. Hinter der zweiten Tür befand sich ein Raum, der mit giftigem Gas gefüllt war. Und hinter der dritten lag ein Raum mit scharfen Eiszapfen, die im Sekundentakt von der Decke fielen. Welche Tür sollte der Mann wählen, um sicher zu entkommen?
Er sollte die erste Tür wählen. Er ist am Südpol. Dort gibt es keine Eisbären. Nach dem letzten Kurs blieb Nora in der Universität, weil sie ihr Projekt fertigstellen musste. Sie saß auf dem Flur, aber dann wurde sie hungrig. Das Mädchen ging los, um Essen zu holen und ließ ihre Sachen zurück. Als Nora zurückkam, schaute sie ihre Sachen durch und rief die Polizei. Sie erzählte, was passiert war und meldete ihr Portemonnaie als gestohlen. Es waren noch 3 andere Studenten in der Nähe. Sie wurden alle befragt. Kennedy sagte, dass sie ihren Freunden eine Nachricht geschrieben habe. Ethan sagte, ich saß eine Zeit lang in der Nähe von Nora, aber ich habe ihre Brieftasche weder gesehen noch angefasst. Gabriella sagte, sie sei im Kursraum gewesen und erst ein paar Minuten vorher rausgekommen. Die Polizistin hörte ihnen zu und ging, ohne jemanden zu verhaften. Warum? Die Polizistin erinnerte sich, dass Nora losging, um sich Essen zu holen. Das bedeutet, dass das Portemonnaie bei ihr war und gar nicht gestohlen werden konnte. Das Mädchen hat also gelogen. 3 Frauen, Sarah, Milla und Eleonore, sind einkaufen. 2 von ihnen sind schwanger und eine ist eine professionelle Wassermelonendiebin. Tja, ich weiß, ich finde das auch witzig. Kannst du erkennen, welche von ihnen die Wassermelone gestohlen hat? Es ist Milla. Sie trägt Absätze. Es ist nicht die Art von Schuhen, die schwangere Frauen bevorzugen. Aurora verbrachte ihren Sommer auf dem Lande. Sie machte oft alleine lange Spaziergänge im Wald. Eines Tages sah sie ein riesiges Herrenhaus. Es war offensichtlich, dass dort niemand mehr lebte. Also betrat sie das Haus. Es war staubig, aber trotzdem schön. Aurora machte ein paar Fotos und verließ das Haus. Als das Mädchen zu Hause war, sah sie sich ihre Fotos an. Sie wollte die besten aussuchen, um sie in ihren sozialen Medien zu posten. Aber dann sah sie eines der Fotos und schrie auf. Sieh dir dieses Foto genau an. Kannst du erkennen, was sie so erschreckt hat? Aurora bemerkte, dass sie selbst auf dem Foto war. Aber das ist unmöglich. Sie war doch allein im Haus. Stella und Adeline waren Schwestern. Ihre Großmutter schenkte Adeline ein Armband. Aber beide Mädchen liebten dieses Schmuckstück. Deshalb schlich sich Stella manchmal in das Zimmer ihrer Schwester und lieh sich das Armband. Eines Tages kam Adeline nach Hause und bemerkte, dass das Armband weg war. Sie klopfte an die Tür ihrer Schwester. Stella öffnete und als sie sah, dass ihre Schwester vor der Tür stand, schloss sie sie gleich wieder. Nach ein paar Minuten schaffte es Adeline, ins Zimmer zu kommen. Sie begann sofort nach dem Armband zu suchen. Stella sagte ihr, dass sie Adelines Schmuckstück dieses Mal nicht genommen habe. Adeline fand auch nichts und wollte gehen. Aber auf dem Weg nach draußen bemerkte sie etwas, wodurch sie ihr Armband zurückbekam. Was war es? Als Stella die Tür öffnete, waren ihre Haare offen. Aber später hatte sie ihr Haar hochgebunden. In diesen wenigen Minuten machte sie einen Dutt und versteckte das Armband in ihrem Haar. An einem regnerischen Sommerabend kam Frau Miller nach der Arbeit nach Hause. Ihre Nachbarin Frau Smith besuchte sie. Die Frauen wollten zusammen einen Tee trinken. Frau Smith erzählte ihr, dass ihre Tochter auf einer Party gewesen war und einen ihrer Drillingssöhne getroffen habe. Frau Miller fragte, welcher es war, aber ihre Freundin wusste es nicht. Ihre Tochter konnte die Jungs nicht auseinanderhalten. Das Problem war, dass alle 3 Hausarrest hatten und bis nächste Woche nicht ausgehen durften. Frau Miller wollte herausfinden, wer die Regel gebrochen hat. Sie rief die Jungs an und fragte, wie sie den Tag verbracht hatten. Ian, der Künstler, sagte, am Abend war ich draußen und habe gezeichnet. Ryan, der Musiker, sagte, ich habe den ganzen Tag drinnen verbracht und einen neuen Song geschrieben. Luke, der gerne Sport treibt, sagte, ich habe ein Workout gemacht und den Rest des Tages gelesen. Frau Miller wusste sofort, welcher ihrer Söhne log, und gab ihnen einen weiteren Monat Hausarrest. Wer ist der Lügner?